Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Dieses Video ist ein sehr, sehr, sehr besonderes Video für mich. Es liegt mir sehr, sehr am Herzen. Deswegen habe ich mir auch so Mühe gegeben hier mit dem Mikrofon und so weiter. Ich möchte eigentlich direkt mit der Tür ins Haus fallen, um ehrlich zu sein. Und zwar gibt es dicke News. Es wird nämlich auf diesem Kanal einige Veränderungen geben. Dazu werde ich jetzt gleich zuerst kommen und dann im zweiten Teil des Videos werde ich auch nochmal ganz kurz was zu meinem Burnout-Thema sagen, wo ich vor 2 Jahren ein Video zugemacht habe. Wie das beides zusammenpasst, werdet ihr gleich erfahren. Aber ja, ich würde sagen, wir starten erstmal mit der News zum Kanal rein. Das Ganze ist jetzt hier auch weitgehend aus dem Kopf. Ja, ich habe hier ganz alibimäßig dieses Notizbuch, aber da steht natürlich nichts drin. Ja, Freunde, jetzt habe ich diese beiden Sachen hier in den Raum geworfen. Das Ding ist einfach, ich möchte auf diesem YouTube-Kanal einen neuen Abschnitt beginnen. Ich bin richtig motiviert, was Neues auszuprobieren. Und das, was ich ausprobieren werde, sind verschiedene Dinge. Aber eine grundsätzliche Sache wird sich dafür ändern. Und zwar wird dieser Kanal in Zukunft auf Englisch weitergeführt werden. Und ich weiß natürlich, dass das eine große Veränderung ist, dass es schlechte und gute Sachen mit sich bringt. Ja, das muss natürlich jeder für sich beurteilen. Und ich möchte euch in diesem Video jetzt einmal ganz kurz, in Anführungsstrichen, ganz kurz darstellen, warum ich mich dafür entschieden habe, warum ich denke, dass das ein guter Weg nach vorne ist. Und ich werde euch natürlich auch erzählen, wo es gegebenenfalls in Zukunft weiterhin deutschen Windsurf-Content geben wird. Und jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ich dieses Burnout-Thema nochmal anreiße. Ich möchte es nochmal anreißen, weil jetzt quasi so ein neuer Abschnitt beginnt auf diesem YouTube-Kanal mit diesem Sprachenwechsel-Ding und ich vor 2 Jahren ja dieses Video zu meinem Burnout gemacht habe und seitdem nie wieder was dazu gesagt habe und mir dachte, ey, wenn wir jetzt so ein bisschen, wie soll man das sagen, wenn wir jetzt hier so was Neues einleiten, was Neues anfangen, dann sollten wir vielleicht auch die großen alten Baustellen einmal abschließen und deswegen möchte ich dazu abschließend dann gleich nochmal was sagen. Sorry Freunde, ich hatte jetzt hier gerade die ersten technischen Schwierigkeiten mit diesem Mikrofon, war ja klar. Wo fange ich an, um jetzt nicht zu sehr auszuschweifen? Am besten vor 7 Jahren, ja, weniger ausschweifen kann man, denke ich, nicht. Nein, ich muss einmal ganz kurz ausholen, um zu erklären, warum ich jetzt diesen Schritt gehe. Und zwar habe ich YouTube angefangen vor einer sehr langen Zeit. Ja, ich habe inzwischen über 400 Videos hier produziert, was wirklich sehr, sehr viel ist. Übrigens, also es sind im Schnitt in der gesamten Zeit, wo ich YouTube gemacht habe, mindestens ein Video pro Woche. Und am Anfang war es so hier auf YouTube, dass das Ganze für mich ein Abenteuer war. Es gab immer was Neues zu entdecken, es gab immer neuen Content, es gab immer neue Projekte und es ging irgendwie immer nach oben, es ging immer irgendwie voran. Und das war so eine Sache, die mich an YouTube von Anfang an so begeistert hat, weil mich das halt super krass motiviert hat, rauszugehen und Videos zu drehen. Einfach zu wissen, dass ich nicht weiß, okay, wie viele Aufrufe wird dieses Video jetzt bekommen, wo geht die Reise noch hin, was kann noch alles passieren. So, das bedeutet nämlich im Umkehrschluss natürlich auch, dass man viel in die Zukunft träumen kann und das habe ich natürlich gemacht die ganzen Jahre und mir immer ausgemalt, okay, was für Videos kann ich irgendwann mal produzieren, so stumpf gesagt, so nach dem Motto, ja, geht man vielleicht irgendwann mal nach Hawaii und windsurft da durch die Gegend. Das war so die ersten 3, 4 Jahre so, wo es ja wirklich die ganze Zeit eigentlich bergauf ging. Aufgegangen ist, also es geht ja bis jetzt auch immer noch bergauf und die ersten 3, 4 Jahre war aber komplett ungewiss, in welche Richtung es geht und dann hat sich so ein bisschen abgezeichnet und das war dann so, würde ich sagen, so das 5. Jahr, da war mir dann so klar, okay, wenn ich jetzt hier weiter durchziehe, wenn ich mich klug anstelle, dann kann ich es wirklich irgendwann schaffen, dieses YouTube-Ding hier zu meinem Job zu machen und dann können da Sachen wie Jibeware oder die Windlounge draus entstehen und dann kamen jetzt so die letzten 2 Jahre, lustigerweise eigentlich auch da, wo der Burnout war vor 2 Jahren. Und die letzten 2 Jahre, und es war auch schon davor so ein bisschen so, habe ich mich dann so routiniert so ein bisschen. Und das hatte und hat sehr viele positive Seiten für mich, weil es natürlich, wenn man Routinen hat, alles deutlich entspannter ist. Und für mein ganzes Leben außerhalb von YouTube ist es quasi extrem geil. Also ich finde es extrem nice, einfach wie jetzt hier in Leipzig zu chillen, hier zu arbeiten, jeden Tag in die Windlounge rüber zu gehen, dort Sachen zu machen, an Projekten zu arbeiten und so weiter und so fort. Aber Routinen und so weiter ist auf der anderen Seite auch ein bisschen hinderlich, was Kreativität angeht. Und speziell dieses YouTube-Ding besteht halt für mich fast nur aus Kreativität und so ehrlicher, motivierter Energie. Also ich habe es
selten gemacht, dass ich Videos produziert habe, wo ich mir gesagt habe, gut, okay, jetzt brauchen wir ein Konzept und bla 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 und das wird jetzt hier eine Fleißarbeit und jetzt sitze ich hier eine Woche und schneide. Und diese Sachen habe ich natürlich auch gemacht, ja, wenn es um Tutorials ging und sowas. Ich bin natürlich nicht aufgewacht eines Tages und habe gesagt, boah, jetzt mache ich ein Powerhalsen-Tutorial, 2 Tage lang schreibe ich an diesem Skript, dann fahre ich an irgendeine Location, stammel mir da 2 Stunden einen ab, schneide die ganzen Stotterer im Nachhinein raus, lege das B-Roll darüber und arbeite im Endeffekt 5 Tage an so einem Tutorial. Das ist natürlich immer auch Fleißarbeit gewesen und das waren so die weniger kreativen Teile vielleicht, würde ich sagen, so, auch wenn es vielleicht sich jetzt ein bisschen hart anhört, ne? Es hat mir ja trotzdem extrem viel Spaß gemacht. Aber der Hauptteil meines Kanals sind ja wirklich die Videos, wo ich einfach Bock habe, was zu machen und Dinge filme, die mich in dem Moment wirklich begeistern. Und durch dieses etwas Routiniertere, was ich jetzt angesprochen hatte, habe ich das einfach zu einem Stück verloren und dann hat sich so ein Gefühl eingeschlichen und das möchte ich euch jetzt einmal erklären. Dann versteht ihr nämlich auch wahrscheinlich ganz gut, warum ich jetzt was Neues probieren möchte. So ein Gefühl von wegen, oh nee, jetzt muss ich ja für nächste Woche schon wieder ein Video produzieren. Und nicht mehr dieses, boah geil ey, ich muss nächste Woche wieder irgendein Video raushauen, ich habe richtig Bock, lass mal überlegen, was wir machen. So, es war mehr so, oh nee, jetzt nicht schon wieder. Und dann, das habt ihr ja auch die letzten Wochen und Monate vielleicht gemerkt, kam jetzt dieses Jahr echt weniger Content. Einfach, weil an verschiedensten Stellen ich mir gedacht habe, ey, diese Sachen, die habe ich doch schon 10-mal gefilmt. Will ich die jetzt noch ein 11. Mal filmen? Und ich weiß dann auch, euch wird es sicherlich gefallen, ihr findet es sicherlich geil und stimmt, kann ich noch, wenn es nach euch ginge, noch 1000 Mal am Kospuner See Windsurfen gehen, was ich natürlich auch machen werde und ich werde safe auch filmen. Aber für mich ist das dann nicht mehr so das Ding, weswegen ich YouTube angefangen habe. Ich habe YouTube angefangen, weil ich Abenteuer erleben will und weil ich geile Sachen filmen will, die mich selbst begeistern. Und so, ich muss hier einmal dieses dämliche Mikrofon abchecken, ob das funktioniert. Ich glaube, es funktioniert. Freunde, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Audio geil findet. Denn ich habe mir Mühe gegeben damit, ja, dass ihr meine letzten deutschen Worte auch sehr genau versteht. Genau, und dann im Endeffekt, lange Rede, kurzer Sinn, war mein Burnout, dazu kommen wir am Ende dieses Videos und da war das für mich dann auch sehr willkommen, dass es alles so ein bisschen routinierter war und jetzt geht es mir deutlich besser, muss ich sagen. Und ich habe jetzt nicht so Bock auf unbedingt super viel Stress oder so, aber ich habe Lust auf kreative Challenges und aktuell, zumindest war es die letzte Zeit so, hatte ich, was diese Videos angeht, was den kreativen Teil davon angeht, habe ich irgendwie, es ist mir einfach nicht so viel, es kam einfach nicht so. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Und natürlich habe ich überlegt, okay, was könnte ich machen, um das zu ändern? Und was wären überhaupt Dinge, auf die ich Bock hätte zu filmen? So, das ist natürlich auch eine sehr wichtige Frage und die kann ich eigentlich auch ganz schnell beantworten. Ich würde gerne an unbekannte Orte reisen, ich würde gerne neue Menschen kennenlernen, ich würde gerne Windsurfen gehen in crazy Bedingungen, die ich vielleicht noch nie so erlebt habe oder gesehen habe, die ihr vielleicht auch noch nie so erlebt habt. Ich hätte tatsächlich auch Bock, Tutorials zu drehen, ja, vielleicht dann mit Windsurf-Profis, die einfach noch so viel mehr wissen als ich, mit internationalen Windsurf-Stars, Größen aus der Szene, um es mal so zu sagen. Genau, wo ich einfach denke, ey, da kriege ich richtig Bock, wenn ich so darüber nachdenke, diese Sachen zu machen. Einfach irgendwo hinzufahren, in irgendein fremdes Land, an irgendeinen Windsurf-Spot, wo vielleicht noch nie jemand gewindsurft ist. Das sind so Sachen, wenn ich daran denke, denke ich mir, boah, geil. Und natürlich habe ich auch Bock, weiter normalen Content zu drehen. Und natürlich möchte ich auch weiter unseren Weg mit der Windlounge dokumentieren, auf jeden Fall. Ja, wir haben da noch sehr, sehr, sehr viel vor. Das ist übrigens auch so ein Ding. Ich überlege, auf dem Windlounge-Kanal deutsche Windsurf-Videos weiterhin zu produzieren und vielleicht wirklich so ein bisschen ganz vereinfacht zu vloggen, was bei uns so im Shop abgeht, was wir bisher nicht so gemacht haben, weil es einfach auch Zeitaufwand ist. Aber wir bekommen jetzt einen Minijobber mit dazu bei uns im Shop, was ziemlich geil ist. Vielleicht kommt dann so ein bisschen mehr freie Zeit dann da wieder rein. Deswegen checkt gerne den Windlounge-Kanal ab, um das nicht zu verpassen. Steht aber noch nicht fest, Freunde. Anyway, das sind so ein paar Dinge, die ich jetzt gesagt habe, auf die hätte ich tierisch Bock. Und es gibt auch noch viel mehr Dinge, auf die ich Bock habe. Ich hätte auch Bock, einfach richtig mal an einem geilen Spot, so, ich weiß nicht, die Videos von Andy Laufer, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so, die haben mich echt stellenweise inspiriert, wo ich mir gedacht habe, alter Scheiße, das ist so einfach, aber dennoch so geil. Und dann habe ich mir gedacht, was, sowas? Hätte ich auch Bock, so, wisst ihr, so, es ist so, und das sind alles so Sachen, wo ich mich aktuell so fühle, wie, egal was ich filme, es kommt am Ende so ein ähnliches Resultat raus, was so die Aufrufzahlen angeht,
Der Aufwand wird immer ein Stückchen mehr, weil ich mir natürlich auch versuche, immer mehr Mühe zu geben bei meinen Videos. Und wirklich viel mehr Freiraum ist jetzt auf absehbare Zeit irgendwie auch nicht, dass der dazukommt. So, da müsste jetzt schon irgendwie so ein dicker neuer Sponsor kommen oder sowas. Anyway, da habe ich überlegt, okay, was könnte ich machen? Eine Option ist, wieder ein Patreon zu starten, werde ich vielleicht auch machen, ja, wo Zuschauer mich unterstützen können oder eine Kanalmitgliedschaft hier, wo man mit dem Geld dann vielleicht an diese exotischen Orte reisen kann. Und die Idee finde ich cool und die werde ich sicherlich auch umsetzen. Aber da habe ich mir gedacht, so, ganz so fühle ich es nicht, weil dann für mich dieser internationale Aspekt einfach fehlt, wo man an fremde Orte reist und einfach mit den Locals dort am Start ist und sich unterhält und wo diese Sprachbarriere einfach nicht immer mitschwingt. Und ihr könnt es vielleicht gar nicht nachvollziehen, weil ihr kennt vielleicht nur diese deutschen Windsurf-YouTube-Videos, aber ich bin ja das ganze Jahr über an verschiedenen Orten, egal ob es jetzt Tarifa, Teneriffa, diese ganzen, egal welcher Ort es eigentlich ist, immer begegne ich dieser dämlichen Sprachhürde, wo ich dann so bin, so, ah, scheiße, okay, mein YouTube-Kanal ist deutsch, also kann ich es jetzt nicht machen. So, das war zum Beispiel, dieses Jahr waren wir auf Teneriffa, da war dann Antoine Albot, da hat mein Dad dann mit Antoine Albot ein Interview geführt und man hätte vielleicht auch noch mehr machen können. Und dann war ich so, ja gut, was soll ich machen? Mein YouTube-Kanal ist halt deutsch, geht nicht. Und dann ist da alles andere, da sind da auch noch alle anderen Windsurf-Profis. Ja, gut, kannst nichts machen, geht halt irgendwie nicht. So ein Mischding kommt für mich auch nicht in Frage, weil das einfach YouTube-technisch, das ist jetzt zu schwer, das zu erklären, ergibt das einfach keinen Sinn. Ja, dann, was man natürlich noch machen könnte, ist irgendwie so ein bisschen mainstreamiger werden. So habe ich aber auch keinen Bock drauf. Ich möchte in dieser Windsurf-Nische bleiben. Und wie ihr wisst, mache ich gerne mal einen Ausflug ins Windsurfen. Das macht mir auch mega viel Spaß. Aber es soll dieses nerdige Wassersport-Ding bleiben. Und dann alle Möglichkeiten durchgegangen. Ich sag's euch, wie es ist. Ich denke seit über 2 Jahren oder seit 3 Jahren sogar, weiß nicht, ob es 3 Jahre sind, ich denke seit Ewigkeiten über dieses Thema nach. Ne? Das heißt, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ich es nicht gründlich durchdacht habe. Ich weiß natürlich auch, was verloren geht, wenn man die Sprache ändert. Aber das Einzige, worauf ich gekommen bin, wie man wirklich nochmal irgendwie was Neues kreieren kann, ist die Sprache auf Englisch zu wechseln. Weil das einfach den Horizont massivst erweitert. Und natürlich weiß ich auch an anderer Stelle, geht safe, gerade jetzt am Anfang, wo mein Englisch vielleicht noch nicht so super flüssig ist, geht safe sicherlich auch vielleicht was Persönliches verloren, das weiß ich nicht, weil ich bin immer ich selbst so und selbst, ich meine, ihr kennt mich ja alle so ein bisschen, wenn ich mich dann auf Englisch verhasple, so, dann weiß ich nicht, ich werde ja jetzt nicht anfangen, todesseriöse Videos zu drehen. Das ist überhaupt nicht, worum es geht. Es geht wirklich nur um diese Sprachbarriere. Auf jeden Fall, das mit dem Englisch ist so der Weg, wo ich mir gedacht habe, ey, das ergibt am allermeisten Sinn von allen Dingen. Da kann ich jetzt wie am Anfang, als ich auf YouTube angefangen habe, nochmal ins Abenteuer reinjumpen, neue Dinge probieren, Videos drehen mit Leuten, die auf diesem Kanal noch gar nicht präsent waren. Und da habe ich Bock drauf. Da spüre ich richtig, da merke ich, geil, da zieht es mich hin, dass ich vielleicht in 2 Monaten denke ich mir auch, Alter, was habe ich mir hier angetan? Jetzt, jetzt ist die Reichweite immer noch dieselbe, es gibt keine neuen Reisemöglichkeiten und jetzt stehe ich hier am Kosbudener See und mache Videos auf Englisch, während alle um mich herum Deutsch reden. Das kann natürlich auch passieren und wenn es so ist, dann ist es halt so. Aber ich merke einfach, ey, wenn ich drüber nachdenke, ich kriege gute Laune. Und wenn ich daran denke, und scheiße Leute, ich muss einmal die Speicherkarte wechseln, tut mir schrecklich leid, aber sie ist full. Sekunde. Wir hatten ein paar technische Schwierigkeiten, weswegen ich eine SD-Karte formatieren musste. Und ich hoffe sehr, dass die Audiodatei funktioniert. Ansonsten wäre ich wirklich massivst enttäuscht, denn ich habe dieses Video für euch als kleine Information vorher schon ungefähr 4000 Mal in meinem Kopf durchgespielt. Und es wäre sehr schade, wenn es jetzt beim ersten ernst gemeinten Versuch nicht klappen würde. We go whiter in the tact. Schon mal eine kleine Impression, wie das hier in Zukunft wird. Nein, Freunde, ich habe jetzt den Faden verloren. Ich habe auch vergessen, wo ich gerade aufgehört habe zu reden. Aber ich habe da tierisch Bock drauf. Deswegen werde ich es jetzt machen. Ich weiß, dass durch diesen Schritt auch etwas verloren geht auf diesem Kanal. Das ist einfach die muttersprachliche Verbindung, so. Aber ihr könnt mir glauben, ich habe unfassbar viel drüber nachgedacht und die Alternativen, die ich habe, sehen halt so aus, dass ich entweder so weitermache wie bisher
und mit Ach und Krach mir vielleicht irgendwelche neuen Sachen ausdenke, wo ich dann immer wieder an denselben Punkt rauskomme, wo ich merke, gut, okay, der deutsche YouTube-Windsurf-Markt, der ist halt einfach ausgereizt. So, es kommen nicht mehr so viele mit dazu und deswegen kann ich auch einfach nicht mehr so viele neue Projekte oder neue Dinge ausprobieren. Das ist so das eine, wo ich dann halt gemerkt habe, wie jetzt dieses Jahr, okay, irgendwann reicht dann auch die Disziplin und Motivation und so weiter für mich nicht mehr aus, um das 435. Video zu drehen, so nach dem Motto. Das ist halt so die eine Option, ne, und da habe ich keine Lust drauf. Dieses YouTube-Ding ist für mich ein leidenschaftliches Ding und genau deswegen mache ich das. Und die andere Möglichkeit ist halt, gut, okay, ich gebe etwas ab, ja, wenn man eine Veränderung vornimmt, dann muss man immer etwas abgeben, sonst ist es wahrscheinlich keine echte Veränderung. Ich gebe etwas ab und bekomme dafür etwas Neues und ich weiß nicht, wie das Neue wird, aber ich habe wieder Bock auf YouTube. Und ganz ehrlich, selbst wenn euer Englisch nicht das Beste ist, so gerade für die Jungen unter euch möchte ich sagen, hier, ihr könnt die Gelegenheit natürlich nutzen, jetzt hier mal schön zu trainieren für die Eins in Englisch. Und die älteren Herrschaften unter euch, ihr könnt euch nochmal ganz neu erfinden hier. Nein, Spaß. aber was ich sagen wollte ist, genau, wie gesagt, ich habe total Lust, weiter deutschen Content zu machen. Gerade so diese lustige Ebene, ja, das ist halt so dieser Stromberg-Humor. Feiert vielleicht auch nicht jeder so, aber es ist halt, ich liebe das halt so, ne? Und dann, ich habe halt echt überlegt, so könnte man vielleicht auf dem Windlaunch-YouTube-Kanal unseren Alltag im Shop so ein bisschen dokumentieren. Vielleicht hat unser Minijobber ja Bock, ab und zu mal ja die Kamera zu halten. Das ist halt so ein Gedanke dann, den ich habe, wo man dann halt verschiedene Sachen miteinander verbinden kann, ja? So Marketing für die Windlaunch, gleichzeitig ist es vielleicht lustig, dann könnte man halt so Insights geben, wie ist das Leben im Surfshop halt so, das alltägliche Leben, was passiert so, könnte man filmen, wenn neue Ware angeliefert wird, wenn wir die neue Ware inspizieren und vielleicht könnte man diese ganzen Sachen einfach mal richtig real zeigen und das stelle ich mir ziemlich unterhaltsam vor und das, wenn es passiert, passiert auf dem Windlaunch-Kanal, ist unten verlinkt, könnt da gerne mal ein Abo dalassen, würde mich natürlich sehr freuen und genau, und das ist es eigentlich gewesen, Freunde. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich morgen das erste englische YouTube-Video auf meinem Kanal hier sehen, vielleicht auch Montag, zusammen mit Anonda Gun in Polen. Der Dreh war richtig crazy, für ein Wochenende nach Polen rübergegurkt. Egal, werdet ihr dann in dem Video auf jeden Fall sehen. Genau, das war es jetzt zu diesem YouTube-Thema. Ich weiß nicht, was ich dem noch hinzufügen soll. Es ist für mich sau schwierig, weil natürlich rede ich auf Deutsch viel besser als auf Englisch noch aktuell. Und das heißt, wenn ich jetzt noch irgendwas ergänzen will in der nächsten Zeit, dann muss ich es ja auf Englisch tun. And I don't know how I will be able to do this exactly. But let's get started, sag ich mal, with the burnout topic. Jetzt abschließend das zweite Kapitel jetzt von diesem langen Video, Freunde. Das ist jetzt, glaube ich, echt schon so ein Liebhabervideo, was sich nur die Leute angucken, die schon länger auf diesem Kanal sind. Thema Burnout, warum möchte ich jetzt das nochmal ansprechen? Ich möchte es nicht ansprechen, weil es jetzt wieder schlimmer geworden ist. Gar nicht. Mir geht es besser. Ja, besser denn je ist jetzt auch übertrieben, aber mir geht es wirklich echt so gut wie eigentlich noch nie in meinem Leben. Also doch besser denn je, könnte man schon so sagen. Und ich möchte es nochmal ansprechen, weil ich das Kapitel so ein bisschen abschließen will und vielleicht mache ich es irgendwann nochmal wieder auf. Aber ich möchte hinter das Video, was ich vor 2 Jahren gedreht habe, einmal noch einen Punkt setzen, bevor ich hier auf Englisch weitermache, damit das nicht weiter so im Raum rumschwebt. Weil ich habe ja seitdem einfach gar nichts mehr dazu gesagt. Muss ich auch ehrlich so sagen. Und das hat auch einen guten Grund. Und damit fange ich jetzt mal an. Wie gesagt, für die, die das jetzt damals nicht mitbekommen haben, ich habe vor 2 Jahren Burnout, Depression, wie man es auch nennen will, ja, schwere Lebenskrise, war ultra schlimm und scheiße. Brauchen wir jetzt nicht nochmal drauf einzugehen. Auf jeden Fall hatte ich damals ein Video dazu gemacht, weil ich irgendwie für Transparenz sorgen wollte auf dem YouTube-Kanal, weil ich mir gedacht habe, ey, ich werde weiter YouTube-Videos drehen und ich möchte nicht, dass sich irgendjemand irgendwann mal am Strand fragt, okay, keine Ahnung, warum ist denn der heute so komisch? Und habe ich mir gedacht, ey, mache ich doch ein Video, sag einfach direkt offen, was ist und dann ist das aus der Welt und dann kann ich normal weitermachen. Das habe ich auch damals gemacht. Das hat auch wunderbar funktioniert. Und dann habe ich euch aber nicht erzählt, wie es weitergegangen ist mit dem ganzen Ding. Und das habe ich euch nicht erzählt aus einem einfachen Grund, weil ich das immer nicht wusste, wie es weitergeht mit diesem Ding. Es war so ein stetiges Bergauf-Ding, aber dann ging es zwischendurch auch mal wieder bergab. Dann ging es mir mal wieder scheiße, dann ging es mir mal wieder besser. So, und das ging bestimmt über einen Zeitraum von
ja, einem Jahr so, das wirklich ungewiss war. Und da habe ich mir immer gedacht, ich hatte es immer in meinem Kopf natürlich, ey, du musst den Leuten irgendwann mal wieder erzählen, wie es jetzt weitergeht. Du kannst ja nicht einfach das totschweigen jetzt, das Thema. Wollte ich auch gar nicht. Aber ich habe mir gedacht, ey, wenn ich jetzt erzähle, wie es mir heute geht und mir geht es morgen schon wieder ganz anders, wozu soll ich dann überhaupt dieses Video machen? Und deswegen habe ich es bis heute nicht gemacht. Weiß nicht, ob das klug war oder nicht. Aber ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich war dann auch ganz froh, das nicht noch weiter breit zu treten, dieses Thema, weil ich war ja eh beim Therapeuten. Es war ja eh ein großes Thema die ganze Zeit in meinem Leben. Und irgendwann hat man auch einfach keinen Bock mehr, drüber zu reden. Das ist natürlich auch andererseits auch ein gutes Zeichen, weil, wie gesagt, mir geht es viel, viel besser. Ich bin jetzt nicht mehr in einer akuten, krassen Krise aktuell drin. Es geht immer hoch und runter, ne? Dieses Thema wird mich wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit lang begleiten. Gehe ich mal von aus und vielleicht wird es auch nochmal richtig schlimm so, ne? Ich bin so realistisch, dass ich sagen kann, ey, es ist nicht ganz auszuschließen. Aber ja, ich habe sehr viel gelernt über die letzten 2 Jahre, damit umzugehen, mit mir selbst klarzukommen und alles. Es ist ein ganz anderes, ich bewege mich auf einem ganz anderen, für mich persönlich, Level, als damals, als so dazu gekommen ist. Davor, ne? Davor, bevor es zu Burnout kam, wusste ich einfach nicht, ey, warum ticke ich so, wie ich ticke? Warum denke ich manchmal so Sachen, die ich denke? Warum, was sind so meine Beweggründe? Und diese ganzen Sachen, die habe ich jetzt halt, natürlich kann man die nicht komplett verstehen, aber ich habe viel davon verstanden, glaube ich. Und ist jetzt stark verkürzt natürlich, aber das reicht wirklich zum großen Teil aus, um dann einfach zu wissen, okay, wenn es mir scheiße geht, was kann ich machen, dass mir wieder besser geht, außer mich abzulenken und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt auch nicht zu tief ins Detail reingehen. Ich wollte euch einfach nur sagen, mir geht es deutlich besser. Ich möchte gleichzeitig auch noch natürlich sagen, Leute, das Thema ist nicht zu Ende. Ich weiß nicht, ob es jemals zu Ende ist. Genau, Freunde. Deswegen, ich hoffe, dass ihr damit was anfangen konntet. Schreibt mir mal in die Kommentare rein, ob euch das interessiert, zu wissen, was mir da rausgeholfen hat, weil auch selbst wenn es dann Englisch ist, vielleicht könnte ich dazu ja irgendwann trotzdem nochmal was sagen. Das auf jeden Fall abschließend. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen sehr kurz gefasst und vielleicht auch stumpf. Ja, meine Freunde, ich möchte jetzt, wie gesagt, nicht weiter breittreten. Ich wollte nur noch mal was dazu sagen, damit es nicht weiter offen im Raum rumschwebt und ihr vielleicht auch für euch sagen könnt, ey, wir müssen uns jetzt nicht, wenn Mario hier schon wieder die 67. Idee auf YouTube hat, wir müssen uns jetzt nicht die Mega-Sorgen machen. Und ja, Freunde, ich weiß jetzt tatsächlich nicht genau, was ich jetzt noch dem hier hinzufügen soll. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr verstanden habt, was ich versucht habe, euch zu erklären. Ich werde jetzt mit Mühe und Not, und das kann ich euch aber wirklich sagen, diese Audiodatei hier versuchen, in etwas Brauchbares zu verwandeln. Ach du Scheiße, das wird richtig kacke, weil ich nehme die Audio hier separat zu meiner Kamera auf. Und ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, was das bedeutet. Aber gerade auch mit Speicherkartenwechsel und mehreren Aufnahmestopps kann ich jetzt die Spuren nicht einfach übereinander legen. Das heißt, ich muss das jetzt alles zurechtschnibbeln. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. In diesem Sinne würde ich sagen, Freunde, haut rein. Und natürlich bei so einem sensiblen Video muss natürlich eins am Ende folgen. Und zwar kann ich euch nur empfehlen, falls ihr Windsurf-Equipment braucht, die Windlounge zu besuchen und euer gesamtes Geld dort zu lassen. Und natürlich, falls es in Zukunft einen Patreon-Kanal gibt, den zu abonnieren und auch dort Millionensummen zu investieren. Und, Freunde, abschließend, das möchte ich euch vielleicht auch noch mit auf den Weg geben, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da und kommentiert eure Meinung. So, in diesem Sinne, Freunde, ich weiß auch nicht warum, ich habe heute Morgen einen Clown gefrühstückt. Haut rein, ich möchte euch jetzt nicht weiter zumüllen. Tschüss!